Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Runaway. Wir haben jetzt verschiedene Sachen zu tun. Unser Hauptziel ist es, in dieses Lager reinzukommen. Und da müssen wir uns verkleiden als dieser Doktor. Da brauchen wir zwei Bilder, eins haben wir bereits. Und ein anderes müssen wir uns fotografieren lassen. Das heißt, wir brauchen die Münzen, um da ranzukommen. Um diesen Fotoapparat, also dieses Bildteil-Dingsbums da zu aktivieren. Und dazu brauchen wir diese Münzen. Und die bekommen wir erst, wenn wir diesen Affen, diesen Lemuren, ein Bier geben. Bier will aber uns, Lokelani nicht geben, weil wir den Namen, den Nachnamen von Brian nicht wissen. Und, ja, den müssen wir erstmal rauskriegen. Und da habe ich mir überlegt gehabt, dass es mit dem Papagei zu tun hat, da er immer was mit Brian anfängt. Aber vielleicht ist das auch einfach nur eine Finte. Und wir müssen einfach mal mit ihren Freunden reden, dass da was passiert. Außerdem müssen wir natürlich noch Strom aktivieren. Dazu kommen wir aber gleich. Ich würde erstmal mit ihren Freunden mal reden und mal schauen, ob da irgendetwas passiert. Da müssen wir nicht hin, da... Was war denn das für eine Bucht hier eigentlich? Waren wir da schon? Surferbucht, da waren wir glaube ich auch noch... Nee, doch. Doch, doch, doch. Das sind ja ihre Freunde. So rum war's. So, jetzt reden wir mal mit denen. Vielleicht kriegen wir da was raus. Wie geht's denn so, Knife? Bis dann, Brian. Und dir? Wie geht's dir? So. Motorboot, Bewegungen, Uni... Motorbootline. Ja, okay. Dann lasse ich. Wir sehen. Der hat nichts Neues mehr. Was ist mit Kai? Oder Kay? Hallo nochmal, Kay. Hallo, Brian. Was geht denn so? So, Militärcamp. Sage vom einbeinigen Surfer. Großvater, Bra. Ich drehe noch ein paar Runden um die Insel. Hallo, Akaur. Ich werde noch ein... Okay, der hat auch nichts Neues mehr gehabt. Okay, dann zu meiner nächsten Idee, die ich noch hatte. Dann müssen wir zum Strand hingehen. So. Hier ist der Outfit-Automat und hier ist der mechanische Steher. Beide haben keinen Strom, wie es aussieht. Oder ich nehme mal an, dass beide keinen Strom haben. Der hier hinten auf jeden Fall hat keinen. Es gab auch keine Steckdose oder sonst was. Von daher nehme ich an, dass die Leitungen unterirdisch verlegt werden. Und das heißt, da müsste irgendwo ein Verteilerkasten oder irgend sowas sein. Und eigentlich sollte es vielleicht im Touristenbüro oder in den Seafood irgendwo in diesem Gebäude drin sein, schätze ich mal. Und ich glaube, da haben wir das auch schon, was ich gesucht habe. Ein Kellereingang. Ja, dass es so schnell drauf kommen, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es war irgendwo muss irgendwas sein und eigentlich ist es klar, dass es irgendwie mit dem Gebäude zu tun hat, weil das ja die Hauptverwaltung ist, nehme ich doch mal an. Aber ja. Gut. So, was haben wir da alles? Wir haben einen Container. Ein ganz normaler Müllcontainer. Schätze, ich komme nicht drum herum. Mal sehen, was drin ist. Ich hoffe, drin riecht es besser als hier draußen. Mülltüten, alte Zeitungen. Ah, das kann man doch gebrauchen. Ja, was dann? Eine Packung Butter. Fast voll. Und? Nein. Ich glaube nicht, dass man noch etwas davon wiederverwenden kann. Die Butter könnte man als Schmiermittel verwenden für den Stier. Die Doppeltür führt wahrscheinlich in den Keller. Das wird wohl erst gehen, wenn ich das Brett da weggenommen habe. Dann nimm doch das Holzbrett da weg. Unmöglich. Man sieht mit bloßem Auge, dass das Holz viel zu stabil ist. Es verhindert, dass die Doppeltür sich öffnen lässt. Zerstör. Okay.
Wir hätten aber nichts dabei, wie man das zerstören soll, könnten. Und sonst ist hier nichts mehr. Das muss doch auch so irgendwie weggemacht werden können, oder so ähnlich. Ja, hier gibt's anscheinend wirklich nichts weiter. Dann scheint uns immer noch was zu fehlen, um an dieses Ding zu kommen. Naja gut, dann gehen wir halt erstmal zum Stier. Das sollte doch helfen, denke ich mal. Joshua, ich habe dir was mitgebracht. Prima! Hey, du Einfallspinsel! Wo sind die Brötchen? Brötchen gibt's nicht. Mit der Butter sollst du die Maschine ölen. Ah, verstehe. In Ordnung. Ist er jetzt fertig? Nein. Ich lasse ihn lieber in Ruhe werkeln. Okay, dann gehen wir nochmal weg und kommen nochmal wieder her. So, ist er jetzt fertig? Aha. Ich glaube, das ist dieselbe, die ich Joshua gegeben habe. Joshua, brauchst du keine Butter mehr? Bestimmt nicht. Das Ding ist jetzt schmieriger als U-Bahn-Haltegriffe am Feierabend. Ich nehme sie mit. Sie ist ein Produkt von erwiesener Qualität. Okay. Es ist noch ein gutes Stück übrig geblieben. Jetzt haben wir noch Butter. Damit kriegen wir das Brett aber auch nicht auf, denke ich mal. Aber ist er jetzt fertig? Oder wird es erst zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig? Wie geht es voran, Joshua? Ich glaube, ich habe es schon fertig, aber irgendwie bekommt er keinen Saft. Und ohne Saft bewegt sich das Vieh nicht. Das bedeutet in Erdensprache, der mechanische Stier funktioniert nur mit Strom. In Ordnung, Joshua. Ich schau mal, was ich tun kann. Okay, das... Entschuldigung. Dachte ich mir schon, dass der auch ohne Strom ist. Da dürfte irgendwie das komplette Teil ohne Strom sein. Ah, okay. Ah, da müssen wir das Brett wegkriegen. Hallo, Mokelani. Brian, blöd! Erzähl, Kaimi. So. Na, Mist. Okay. Ich drehe. Bis bald. Gibt's auch nichts Neues. Fotoautomat, da war ja auch nichts mehr. Das haben wir ja auch schon angeschaut. Oder können wir so ein Dings mitnehmen? Nee. Was wir brauchen, wäre wahrscheinlich eine Brechstange oder irgend so etwas. Nö, da gibt's nichts mehr. Da hinten haben wir ja gesehen, gibt's auch nichts mehr. Das habe ich ja extra lang schon mal nachgeschaut. Ist hier noch was? Oh. Ne, da war nichts. Ich dachte gerade, da wäre was gewesen. Oh. Es scheint aus Stahl zu sein. Es könnte mir noch nützen. Das andere Ende scheint da unten festzustecken. In Ordnung. Ich schaue mal nach unten. Okay. Es ist ziemlich dunkel. Ich versuche näher dran zu kommen. Ich wusste es. Das Kabel hat sich in den Wurzeln verheddert. Es muss seit langem verklemmt sein. Ich kriege sie nicht auseinander. Auch hier wäre eine Brechstange wahrscheinlich, gut. Ich weiß nicht, wozu das blöde Kabel benutzt wird, aber es sitzt wirklich fest.
Die Butter wird aber nicht helfen, oder? Ja, wenn ich den Knoten gut einschmiere, kann ich ihn vielleicht lösen. Nee. Okay, ich sag dazu jetzt mal nichts. Ja, jetzt ist es entknotet. Nach der Mühe, die ich mit dem Entknoten hatte, lasse ich es nicht einfach liegen. Kriegen wir da vielleicht das Brett weg? Ich habe mir vorgestellt, dass man das vielleicht an den Jeep anbringen könnte. Oh, der ist immer noch da. Okay. So. Ja, prima Idee. Okay, das Idee scheint ganz gut zu klappen. Geschafft. Ja, toll. Gut. Ich werde mit aller Kraft ziehen. Mal gucken, ob das Brett nachgibt. Und los. Ich schätze mal nicht, oder? Ja, das wäre auch zu einfach gewesen. Bah. Ich fürchte, um dieses Brett kaputt zu kriegen, reicht meine Kraft nicht. So. Ah. Ich will den Ding gar nicht ziehen. Jetzt sitzt es bombenfest an der Latte. Eigentlich hätte ich es ganz gerne auch ans Auto angemacht, da er ja auf der anderen Seite ist. Obwohl, da hätte wahrscheinlich das Ding nicht gelangt. Jetzt sitzt es bomben... Ich sehe es zwar nicht ein... Bah. Nein, es funktioniert. Okay, aber was machen wir jetzt damit? Mitnehmen können wir es anscheinend nicht mehr. Jetzt können wir einfach O'Connor fragen, ob der dran ziehen kann. Ihn den Befehl geben dazu. Soldat O'Connor? Ja, Sir, ja! Bleiben Sie auf den Posten. Wollt noch was über Dings? Nochmal hoch besteigen? Oh. Besteig doch bitte den Baum nochmal. Ich dachte, meine Vorführung eben hätte Ihnen gereicht, Sir. Vorher hat mich die Sonne geblendet und ich konnte die Schönheit des Augenblicks nicht erfassen. Ich klettere nochmal hinauf. Aber erlauben Sie mir, Ihnen zu raten, die Mütze auf Waldarbeiterart zu tragen, Sir. Vielleicht können wir jetzt das Auto nochmal nehmen. Das ist es. Er hat sogar mehr Kraft, als ich brauche. Ich mache ganz schnell. Wahrscheinlich wird er mich nicht mal hören. Okay, es hat geklappt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so geht. Ich hätte gedacht, dass man das jetzt auch noch irgendwie mit dem Auto benutzen muss. Aber es ging auch so. O'Connor scheint nichts gemerkt zu haben, aber... Auf diese Weise überlasse ich nichts dem Zufall. Und wer weiß, vielleicht werde ich ihn später nochmal brauchen. Gut, wahrscheinlich. Auf die Sekunde genau. Da kommt schon O'Connor. Am besten, ich verstelle mich. Mission erfüllt. Haben Sie etwas Merkwürdiges gehört, während Sie oben waren, Soldat? Nur einige entfernte Fahrzeuge, Sir. Aber erlauben Sie mir eine Bemerkung. Man steigt auf einen Baum, um sehen zu können.
nicht um zu hören. In Ordnung, O'Connor. Rühren Sie sich. Oh. Okay, der hat es tatsächlich nicht mitgekriegt. Es braucht doch mehr als ein schlichtes Brett, um den Zugang zu versperren. Warum sollte ich das tun? Ja, gut. Dann öffnen wir mal das Ding. Sie sieht nicht besonders schwer aus. Los, geh auf, du Mistviech. Das ist so krass, dass das jetzt so geklappt hat. Na, sowas aber auch. Es ist viel zu dunkel und ich verdecke das Licht noch. Ich steige runter. Mal gucken, ob ich drinnen besser sehen kann. Brauchen wir jetzt auch noch eine Lampe oder sowas? Abwärts. Ach du Schande. Das nenne ich mal eine Riesenflasche. Huch, man sieht wirklich gar nichts. Aber ich werde mich bestimmt allmählich an die Dunkelheit gewöhnen. Okay, was ist das für eine Riesenflasche? Da ist nichts drin. Klar, ich brauche dann nur noch einen ellenlangen Bleistift und 3 Meter Folie zu finden. Dann kann ich eine Botschaft schreiben, sie hineinstecken und warten, bis Gulliver kommt und mich rettet. Und das ist nur ein kleines Beispiel für ihre unzähligen Verwendungsmöglichkeiten. Okay, wenn du meinst. Da mal ein Stromverteiler. Ich glaube, von hier kommt der Strom für einige Abnehmer am Strand. Soweit ich sehen kann, sind es 6 Schalter für bestimmte Stromabnehmer und ein Generalschalter. Ich verstehe nicht viel von Stromanlagen, aber ich würde sagen, das sind die Sicherungen. Okay. Bevor wir hier rummachen, hätte ich gesagt, schauen wir uns noch kurz weiter um. Da ist noch eine Kammer. Sieht wie eine Rumpelkammer aus. Man kann kaum was sehen, aber vielleicht finde ich da irgendetwas. Und er findet. Verführen! Mir ist ein Sandsack oder sowas auf den Kopf gefallen! Und diese riesige Eisenstange, über die ich gestolpert bin. Na, sowas! Das ist ein Metalldetektor. Den behalte ich. Vielleicht kann ich ihn später gebrauchen. Dann kann ich auch nicht nochmal darüber stolpern. Ich weiß auch, für was wir den brauchen. Das war ein Schlag. Das Schlimmste an solchen Ausrutschern ist, dass man sich an allem piekt, was man in den Taschen hat. Und ich schleppe nicht wenig Zeug mit. Das ist wahr. Ja, damit können wir Kays Holzbein bestimmt finden. So, da haben wir noch Fässer. Von da kommt der schreckliche Benzingestank. Naja, von da und von den ganzen Benzinpfützen überall. Gut zu wissen, dass Benzin vorhanden ist, aber ich weiß nicht, wie ich es mitnehmen kann. Außerdem sieht es nicht so aus, als ob ich es brauchen würde. Vielleicht später. Der ist in Betrieb. Der erzeugt Strom. Mit Sicherheit versorgt er den ganzen Strand mit Strom. Nein, ich möchte nicht die gesamte Gegend ohne Strom lassen. Okay. Da ist noch eine Lampe. Man kann es ein- und ausschalten. Ich würde sagen, etwas heller wird es schon. Eine Gaslampe wäre besser, aber was soll's. Okay, aber bringt es jetzt irgendwie was? Das Ding anzumachen? Wir haben nicht mehr Hotspots, wie es aussieht. Naja, gut. Lassen wir's mal an. Gut, das ist die Bar, die scheint hier an zu sein. Hey! Was war das denn? Spielst du mit dem Lichtschalter, Kaimi? Ja. Dann sieh zu, dass ich sofort wieder Strom kriege. Die Ventilatoren laufen nicht mehr und ich habe keine Lust, gekocht zu werden. Hihihi. Kaimi, ich habe wieder keinen Strom. Lustig war's. Dann wollen wir mal... Das müsste der Büffel sein. Nanu, schon wieder ohne Strom. Okay. Kaimi, okay, die Dinger funktionieren nicht. Die Bar muss ich anlassen. Seafood? 10 Ampere brauchen wir nicht. Visitor Center.
braucht man nicht. Lukandanis Platz? Kaimi! Brauchen wir wohl auch nicht. Okay. Wir scheinen unsere zwei Sachen, die wir brauchen, zu funktionieren. Hätte ich mal gesagt. Und die Bar ist auch an, das heißt, wir kriegen keinen großen Ärger. Weil sonst, wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Da hätten wir wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen. Ohne groß Stress zu kriegen. Naja, wie dem auch sei. Dann würde ich sagen, hören wir hier auf. Und dann schauen wir mal als nächstes beim Steher vorbei. Der sollte ja jetzt wieder funktionieren. Und dann können wir zum Strand gehen, das Holzbein finden. Und das Motorboot holen uns. Was ich mit Brians Nachnamen mache, also nicht unser Brian, sondern Lokalanis Brian, das weiß ich noch nicht. Da habe ich noch keine Ahnung, wie wir das rausfinden. Aber ich denke, wir haben genug zu tun in der nächsten Folge. Ja, dann sage ich mal danke fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!